So, Leute. Wir haben ja jetzt schon mal eine Runde Assetto Corsa gespielt. Das war eine Katastrophe. Und ich verspreche euch, es würde heute nicht besser. aus folgendem Grund. Ich habe schon mal meinen Controller zum Laufen gekriegt. Das ist das eine. Ich habe das hier einfach mal ein bisschen so umgestöpselt. Alles gut. Und ich habe ja festgestellt, was können wir machen? Meisterschaft. Ich weiß nicht, was mit der Meisterschaft passiert. Neue Saison. Dafür sind wir zu scheiße, glaube ich, oder? Sollen wir eine Meisterschaft fahren? Also Karriere habe ich 10%. Ich weiß nicht. Ich will meine Meisterschaft. Gehen wir einfach mal in die neue Saison rein und gucken, was passiert. Ich würde gern auch nicht unbedingt Lambo fahren. Also doch schon gerne. Wer ein Lambo für mich hat und ich darf mal Lambo fahren, gerne. Mert? Besorg mal Lambo. Blankcam GT-Serie 2018, 2019. Nö, wir machen mal ruhig 2018. Art der Saison, Sprint, Langstrecke. Alle. Wetter, individuell, real. Individuell. Gegneranzahl 15, Gegnerniveau 88%. Gegnergriff 60%. Schadensrate 50%. Reif aktiviert. Reifensätze unbegrenzt. Finde ich gut. Super, danke schön. Bremstemperatur aktiviert, Formationsnetzrunde, Strafen aktiv. Digi, Alter, was willst du denn mit Strafen? Hallo? Also wofür denn? Kriege ich jetzt Parkzettel oder was? Kann ich? AMG wäre geil. AMG wirklich geil. Jaguar wäre natürlich auch geil. Bentley wäre geil. Zeig mal Bentley. Alter, ich nehme auf jeden Fall den Bentley. Hallo? Alter. Warte, ich gehe mal kurz mit meiner Maus durch, ne? Hier weiß ich, wer jetzt auf jeden Fall meine ganze Schweriner Crew R8. Definitiv. Ich guck mal Jaguar. Jaguar, okay. Rockt mich gar nicht so ab. Lambo haben wir gesehen. Lexus. Lexus wäre auf jeden Fall auch nice. AMG, fett. Ich nehme definitiv Bentley. Bentley. Schön. Mit dem VW-Logo hinten drauf. Ja, Bentley ist auf jeden Fall geil, Alter. Was soll das? Ja, mal Blinker an. Was soll das? Okay. Ja, mach zu hier. So, komm. Was ein Quatsch, Alter. Wochenende starten. Wetter ist klar, oder was? So, komm. Abfahrt. Ich habe ein Bierchen dabei. Also, ne? Don't drink and drive. Oh Gott. Cheers. Green light. Give it all you can. Oh, das rauscht ganz schön über mein Funkgerät. Was ist denn los mit ihm? Achso, ich weiß nicht. Wo ist denn hier schalten? X ist hochschalten. Weil ich hier so gucken kann, oder was? Muss das so? Können wir das noch ändern? Ja, wir fahren das einfach so. Hat das Mikro im Weg? Ich sehe gar nicht. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich kenne die Strecke nicht. Alles klar. Oh mein Gott. Das Auto fährt sich komplett anders. Wie vollig ist ein Rechtslenker? Wieso fahre ich denn jetzt rechts? Ich bin noch nie rechts gefahren. Nimm den Bentley, ist eine gute Idee, Alter. Das ist ein scheiß Rechtslenker. Ah! Scheiß Dreck. Was für ein schönes Auto, oder? Oh Gott. Alter Schwede.
War eine total gute Idee, gleich eine Meisterschaft zu beginnen. Ich muss leider im Cockpit fahren, weil das Mikro ist jetzt direkt vor den Anzeigen. What the fuck? Hallo? Kann ich bitte ein Audi fahren? Audi Quattro bitte. Scheißdreck. Ich bin hier der Sandkastenprüfer hier. Kiesbettprüfer. Guck mal, was ich für Kreise drehen kann. Mach ich das nicht toll? Junge, Junge. Ich hab Schmutz an den Rädern. Oh, die Reifen sind komplett schon runtergerockt. Ja, die Kurve sollte doch im zweiten gehen, oder was? Ey, mal ehrlich, Alter, wir haben die erste Runde rum. Junge, 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 Junge. Das darfst du keinem erzählen, das darfst du keinem erzählen. Alter Schwede. Ja, Junge, 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 Junge. So, ab geht's hier. Your lap time is invalidated. Please try to stay on the track. Meine Runde ist ungültig? Ja, besser ist, also. Ich glaube, die Zeit wolltest du auch niemals gültig werden. Oh, ist das. Alter, ist das so sensibel, das Ding? Halleluja. Das braucht richtig viel Übung, glaube ich, ne? Ich meine, das ist meine zweite Runde, die ich jemals hier fahre in dem Game. Und ich fahre Auto. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe einen Führerschein. Ja, okay. Ich habe mal eine Kurve gekriegt, ohne das Kiesbett mitzunehmen. Fantastisch. Alter, das ist so direkt, das ist so super übelst sensibel. Ich meine, hier greift ja die ganze Zeit die Traktionskontrolle, ne? Das hört ihr ja. Wie das reinknallt. Aber er schmiert ja. Aber schmiert ihr die Karre einmal weg? Ja, ich hätte doch gerne lieber so ein Quattro. So ein Audi. Bentley macht nicht so die geile Figur, muss ich sagen. Nicht da tatsächlich im Auto, ne? Das Auto ist echt scheiße. Also. Wieso heiße ich A. Taylor Smith? Wieso bin ich hier nicht mehr Quinn Diesel? Was soll das? Bin doch nicht. Seit wann bin ich Taylor? Nächste Session. Ja, okay. Also gibt es noch ein zweites Qualifying. So, ihr zieht jetzt hier durch. Ihr guckt jetzt schön mit zu, wie ich diese Kacke jetzt hier rock. Ja, ich möchte hier nicht, dass jetzt hier irgendjemand abschaltet. Würde durchzogen. Einmal mit einschaltet, zieht es durch hier. Was muss ich machen? Setup. Ey. Setup brauchen wir uns noch gar nicht drum kümmern. Ja, ja. Komm, mach an das Ding. Wir fahren mal hier von hinten. Mal kicken, wie das so aussieht, wie das so kommt.
So eine direkte Lenkung hat kein Mensch. Kein Auto hat so eine direkte Lenkung, Alter. Hau ab! Warum fährt er mir hinten drin? Frag nicht mal wenigstens vorher. Damals bei Gran Turismo kann ich mich noch erinnern, da gab es so eine Gangvorwahl, wo man sagen konnte, hier mit dem Gang die Kurve nehmen wäre schon gut, ne? Da konnte man sich ein bisschen nachrichten, ne? Also du wirst hier einfach reingeworfen, du musst ja einfach Profi sein. Ach, vergessen runterzuschalten. Vergessen hochzuschalten. Ey, der Bentley ist echt total hübsch. Ich guck mich gerade ein bisschen fest an meinem eigenen Auto. Das ist gerade das Problem. Alles klar, die Runde wird nicht gewertet. Car on the left. Ja, Car on the left. Alles klar. Hab ich gesehen. Ich bin dabei, voll. Also von hinten klappt ein bisschen besser, ne? Von hinten klappt ein bisschen besser. Car on the right. Clear on the right. You've got light damage in the rear. Deine Mutter hat Light Damage ohne Heck. Voll. Scheißdreck, Alter. Der schmiert die aber auch. Ja, natürlich ist die Runde ungültig. War doch ein Ferrari, ne? Ferrari konnte ich gar nicht auswählen. Warum nicht? Will Ferrari mich nicht? Kann ich nicht verstehen. Wenn die den Besten nicht wollen, dann stimmt bei der Ferrari-Politik einiges nicht. Ich bin eine Runde gefahren und irgendwie blüht da so ein Reifen rot auf. Ich weiß gar nicht warum. Tatsächlich im ersten, ja? Durch die Schikane? Ja, meine Stoßstange hinten, die wackelt ein bisschen. Little bit. Komm, Feuer jetzt. Einmal rennen in die Modder. Komm, Feuer. Du kommst nicht an mir vorbei. Auch die Runde ist ungültig, natürlich, Digi, Alter. Wir machen das hier nur für ungültige Runden. Car on the right. Clear on the right. Ist ja nur meine Freizeit, die wir hier verbringen. Alter, der schmiert hier weg, der schmiert hier weg. Bleib doch mal auf der Street. Alter, hör doch mal auf. Hör auf jetzt! Ey, Runde ungültig.
Das zeigt aber auch, wie lernfähig ich bin, ne? Heute Abend gar nicht mehr. Was? Ich will doch nicht gleich weg. Ich versuche immer noch die beste Sicht zu finden. Weil von hinten fahren macht irgendwie für mich keinen Sinn. Knall, Alter, hat er den Router geknallt gerade. Junge. Das gehört hier. Boom. Session is now over. Ah ja, komm. Die Session ist echt over. Au. Ja, also ich denke, wir haben uns ganz gut angestellt. Wir waren heute halt nicht so gut in Form. Die Reifen, die wollten auch nicht so mitmachen. Wir haben echt die schlechte Mischung. Da geben wir Pirelli die Schuld für. Ich denke, wenn wir da auf Michelin umswitchen, dann wird das auf jeden Fall besser. Wir werden mal gucken, was die Rennsession so mit sich bringt. Ich denke, da werden wir auch nicht da weit vorne mitspielen. Liegt ein bisschen am Setup. Vielleicht müssen wir da nochmal den einen oder anderen Ingenieur kündigen. So. Danke fürs Interview.